das sind natürlich die Dinge, die ganz spektakulär sind, wichtig. Wenn du dein Knie gut hydrierst, dann haben wir unten noch Pollack. Definitiv diese Zonen, die sind negativ geladen, kann sich nicht zusammendrücken und ein gutes hydriertes Knie quietscht nicht. Und ich kann es einfach beweisen, weil ich genau 20 Kilo mehr habe als Größe, also Idealgewicht minus 20 Zentimeter, aber bei mir quietscht das Knie nicht, weil ich 10 Kilometer oder Jakobsweg oder 30 Kilometer auch laufe, ohne Schmerzen. Und das, die Sohle brennt vielleicht ein bisschen, der Huf glüht, aber ansonsten passiert da gar nichts. Und das ist halt einfach die gute Hydration vom Wasser. Schauen wir noch ein bisschen weiter, was ich, und das war halt mein Lebensdrama, mein persönliches, darum bin ich da so heiß drauf. Lauretana wirbt mit 60.000 Ohm und wir haben in vielen Sendungen das mittlere Bild da gesehen, das ist der Stoßdämpfer, das ist der Puffer. Und wenn ich heute halt Wasser habe mit 60.000 Ohm, ist es anders wie mit 1200 Ohm. Das kann ich nicht zusammendrücken. Und hier läuft der Nervenkanal entlang. Da siehst du ja das. Und wenn ich das nicht zusammendrücken kann, dann kannst du den Nervenkanal auch nicht einquetschen. Ja, genau. So einfach ist es. Beim Auto gehst hin, Stoßdämpfer, sagt, ui, brauche ich was Neues. Aber dein Stoßdämpfer. Und das Schöne ist, da hat ja der Dings gemacht, Rückenschmerzen, Bachmann Gelitsch, ein paar Übungen. Da gibt's Liebscher Pracht. Liebscher Pracht, sie haben fantastische, das ist aus dem Pollack-Buch. Liebscher Pracht macht fantastische Rückenübungen, wenn du Hexenschuss hast. Das war mein Drama. Finergon, Mobilat, Fango-Packungen, Massagen. Immer wieder und alles so hochheben, weil du wusstest, irgendwann kommt wieder der Blitz aus heiterem Himmel und dann kriechst du am Boden vor Schmerzen. Das glaubst du nicht, was Rückenschmerzen schlimm sein können. Und seit 15 Jahren habe ich nichts mehr. Definitiv nicht. Einmal war ein bisschen was, dann habe ich mal Liebscher Pracht geschaut, drei Übungen, halbe Stunde und schon ist es wieder vorbei. Und seitdem passiert schon noch mehr auf. Und wenn ich jetzt irgendwo im Ausland bin und nichts trinke, ganz wenig, dann merke ich auf einmal, dass ich älter bin, dann fängt schon ein bisschen wieder zum Zwicken an. Gleich sofort viel Wasser. Also.